Es sind ja eigentlich zwei Saisons. Es sind, normalerweise hat man in der Sommerpause 4 Wochen oder 3 bis 5 Wochen frei. Jetzt war es mitten in der Saison nach 17 Spieltagen. Das war die große Herausforderung oder ist die große Herausforderung. Am Ende werden wir erst wissen, ob es sich gelohnt hat. Dort die Spieler so zu belasten, auch im Winter, dass sie wieder von der Fitness her und frisch zurückkommen und für die Rückrunde, die dann als eigentlich eigenständige Saison zu sehen ist, nach so einer langen Pause auch durchziehen können und nicht so viel verlieren, was sie sich aufgebaut haben in den ersten 17 Spieltagen. Bei 4 oder 5 Wochen können wir den Jungs dafür die Chance geben, mal komplett runterzufahren, also den Körper auch zu resetten, und haben aber trotzdem dann noch genug Zeit, die Intensität zu steigern und ja, eine Progression zu generieren, dass sie dann in die Vorbereitung starten können mit einer guten Grundlage. Und wenn wir eine kurze Winterpause haben, geht es eigentlich primär eher den Jungs die Freizeit zu geben, die Ruhe zu geben und weniger mit Läufen dann noch zu belasten. Das ist so die Herausforderung, einfach die Inhalte mehr auf die läuferischen Geschichten zu legen bei längeren Pausen und in diesen kurzen Winterpausen 2 Wochen Regeneration, Kraft tanken, Energie tanken für die Rückrunde. Ja, wir haben uns da zusammengesetzt, hatten auch verschiedene Modelle besprochen. Wir sind nur der Meinung, dass aufgrund der letzten 3 Jahre, aufgrund von Corona, in der Zeit wir wenig wirklich die Möglichkeit hatten, die Jungs mal runterzufahren, beziehungsweise generell die Spieler, die Athleten regenerieren zu lassen. Die Winterpausen waren sehr, sehr kurz, die Sommerpausen waren kurz. Wir hatten 2,5 Wochen vorletzte Saison, letzte Saison waren es, glaube ich, 3 Wochen Pause. Deswegen haben wir uns entschieden, wir machen jetzt mal nach diesen 3 Jahren einen großen Break und sind auch der Meinung, dass wir uns durch die Inhalte und durch die Läufe und die Krafttrainingspläne, die wir mitgegeben haben, da trotzdem für die Rückrunde gut gewappnet sind, weil auch die Spiele an sich, wie wir in die Pause gegangen sind, in den Fitnesswerten total und sehr gut waren. Die Laufwerte haben gestimmt und dann waren wir der Meinung, dass dieser Weg der richtige ist. Wir müssen natürlich schauen, was ist für uns der beste Weg. Wir sind mit den Jungs jeden Tag zusammen. Wir wissen Intensitäten, die wir im Training fahren, die auf die Jungs lastet. Wir haben alle Parameter, alle quantitativen Zahlen. Und wie ich schon gesagt habe, für uns war es die richtige Entscheidung nach den letzten Jahren der Corona-Pandemie, wo wirklich sehr viel auf die Jungs auch mental eingeprasselt ist, jetzt mal einen großen Break zu machen. Und dann haben wir immer noch, ja, sag ich mal, das Selbstbewusstsein zu sagen, wir werden die Fitness durch die Läufe nicht verlieren. Genau, wir haben natürlich unterschieden, ob die Spieler viel Spielzeit hatten in der Hinrunde oder weniger Spielzeiten, haben wir uns die Spielzeiten genau angeschaut. Wir haben nochmal, bevor wir in die Pause gegangen sind, einen Leistungstest gemacht. Im UKE, um die Fitnesswerte auch nach der USA-Reise nochmal zu erfassen und die individuellen Paces, also die Geschwindigkeiten festzulegen. Und je nachdem, je nach Spieler, auch was er natürlich an Defiziten hat, hat jemand ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gemacht. Aber im Groben kann man immer sagen, also sie wurden mindestens 4-mal in der Woche läuferisch belastet und auch 4-mal im Stabilisation-, Mobilisations-, Präventionsbereich im Kraftraum bzw. im Gym, dann hatten sie ihre Trainingspläne. Ja. Also das große Ziel ist ja, über die Winterpause und jetzt in der Vorbereitung die Fitness aufzubauen der Jungs.
Und dann geht es in diesen letzten 8 Tagen, 10 Tagen, wo wir dann vor dem ersten Spiel sind, auf etwas mehr zu switchen von Fitness auf Frische. Dass die Jungs dann am Sonntag gegen Braunschweig das, was wir jetzt aufgebaut haben, komplett ihre PS auf den Platz bringen. Und dann werden wir in einen Rhythmus starten, der einfach ein bisschen weniger Intensität als jetzt zum Beispiel im Trainingslager, wo wir jetzt jeden Tag oder sehr viel 2-mal am Tag trainiert haben, wo wir dann sagen, okay, wir geben dann auch nach dem Trainingslager 2 Tage frei, haben dann 2 Trainingstage, geben dann nochmal 1 Tag frei, um in diesen Wochenrhythmus zu kommen, der Liga, und um dann am Sonntag Vollgas zu geben und wie gesagt, das, was wir uns hier aufgebaut haben, dann auch auf den Platz zu bekommen.